Moin, Freunde, herzlich willkommen wieder zurück beim Aussie Gamer. Mit dabei ist wieder mal natürlich der Sneaker, so wie beim letzten Mal. Wir sind jetzt gerade mal bei uns hier ein bisschen im Haus. Das Einzige, was wir bis jetzt gebaut haben, sind zwei Betten. Ja, der feigst schon. Um die Nacht zu überspringen. Ja, wir wollen jetzt eigentlich in der Folge, wollen wir versuchen, ein bisschen Rohstoffe zu sammeln, wie Holz, Stein, Kohle und sowas, um schon mal die kleinen Anfänge zu machen, sagen wir mal, um dann ein Haus zu bauen und sowas. Und würde ich sagen, wir fangen jetzt an, einfach mal an hier. Ich baue jetzt erstmal fix mal die Erde ab. Wie machen wir das Haus? Wollen wir es drei Blöcke hoch machen, oder? Jo. Bleibt die eine Wand hier so oder machen wir die auch weiter nach hinten, nach außen? Na, die können wir eigentlich ends nach unten setzen. Ja, wenn du natürlich in dem Moment runterspringst. Also Natürlich kein soll. Problem. Also halt, dass es Höhe von 3 ist. Aber ich habe jetzt gerade eine Tür gebaut. Na gut, warte mal, wenn du jetzt eine Tür gebaut hast, heißt ja, dass das Ding nach unten geht. Oder wir machen eine Holztreppe nach unten. Das wäre natürlich auch ganz nice. Warum müsst ihr ja, Hauptsache wir haben eine Tür. Ich habe keinen Bock, immer Erde abzubauen, um reinzukommen. Ne, das ist ja klar. Müssen wir dann plus mal hier die Workbench noch eins nach unten bauen? Oder? Und lassen wir die eine Weile in der Luft? Na, wir können die ja eine Nicht. Weile in der Luft lassen. Das ist ja nicht so schlimm. Na, stimmt, okay. So. Na, komm her. Jetzt habe ich nur die Axt dabei. So. Die Tür mal rein hier. Komm. Achso, jetzt mal weg. So, Tür steht. Jo, alles klar. Ich jetzt bloß mal hier die Außenwand nochmal. Die Außenwand lassen wir gleich so ein bisschen auf Deutsch gesagt verkrüppelt. Ja, weil ja die Kiste hier ein bisschen nach außen hinsteht. So, ich baue mal fix mal eine Schaufel. Ey, dieses Scheiß-Skelett steht noch in der Höhle, Alter. Ich wollte eigentlich gerade mal ein bisschen abbauen gehen. Aber der Hurensohn steht da einfach drinnen. Ich hab noch mal fix mal kurz mal die Betten noch mal abgebaut, weil die so blöd im Raum standen. Ich setze sie jetzt mal hier daneben. Zack, so sieht das schon besser aus. Hier muss noch Holz hin. Ich werde jetzt mal ganz kurz nochmal eine Schaufel machen. Oh, da war ein Enderman. Oh mein Gott, ich glaube, ich hab ihn angeguckt. Ist natürlich Kacke. Macht doch nicht selber was. What the fuck, Alter? Ich baue zwei Blöcke in der Höhle ab. Boom. Guck mich der Enderman an, Alter. Scheiße. Da ging mir aber einer flöten, ey. Das glaub ich ja nicht. Das glaube ich. Achtung, lass mich nicht schlagen. So, noch ein bisschen Das Fleisch. klang gerade, als wäre gerade ein Creeper hintergelaufen. Wo kann sein? Kann sein. Erstmal ganz gediegen Creeper. Schön die Bude in die Luft gejagt. Na klar, ich hab's gewusst. Der Creeper stand halt genau vor der Tür. Und du machst natürlich die Tür auf. Ne, was kann ich denn da dafür? Mach doch nicht selber was. Mensch, ein riesen Loch vor unserer Hütte, Junge. Ja, die können wir wieder zumachen. Wer versichert uns das? Ich nee. Aachener Münchner. Das scheiß Wasser hier, ey. Was denn? Die Bude ist doch schon wieder zu von uns. Machen wir es ja wieder zu, das Ding. Da. Das ganze Teil der mit Tür wieder hineinsetzen. Ja, teuer gekauft, ey. Der sprengt alles. In der Doch. Luft. Müsste mal dem Creeper sagen. Dem Faure. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Also ich habe schon ein bisschen Stein jetzt. Ich habe schon. Machen wir jetzt mal ein Steinschwert. Ich mache erstmal jetzt die Bude nach oben hin zu mir. Zack, zack, zack. Kurz vor ein bisschen Platzangst da drin, aber das ist erstmal egal. Hast du die Tür? Nö. Ich auch nicht. Ja, dann ist sie gar kaputt gegangen.
Na super. Wie hast du jetzt die Tür gebaut? Einfach nur zwei nach. Also, warte mal. Keine Ahnung. Hallo? Hast du auch nachgeguckt? Nee, die Tür, wissen wir doch. Ah, ich hab's da. Einfach, ja, eine Ja, ich hab's. Zweierreihe einfach runter. Ey, was hier für scheiß Pflanzenarten gibt, ey. Wir haben in unserer Kiste schon so viele Pflanzenarten. Tür hast du hingebaut? Ja. Ja. Fleisch haben wir jetzt auch ganz schön viel. Okay. So, jetzt habe ich eine Eisen. Eine Steinspitzhacke habe ich jetzt. Warte mal. So. Schwert. Ich war jetzt mal genau eine Spitzhacke machen hier. Nochmal eine, ich habe ja schon eine, aber Willst trotzdem. du auch ein Steinschwert? Nö, kann ich mir selber bauen. Ich hab so ein bisschen was dabei. Steinschwert hab ich jetzt auch. Ich werde jetzt mal ein bisschen Stein abbauen. Vielleicht bin ich schon ein bisschen Kohle. Damit wir uns dann mal in der Bude mal ein paar Fackeln machen können. Wir müssen dann auf jeden Fall auch gucken, dass wir hier. Na, Essen und so rankriegen. Auf jeden Fall. Steine bauen hier. Steine ist immer gut. Ich habe Angst, ich gehe jetzt nochmal dahin, wo der Enderman war. Steht da immer noch. Steht da eiskalt immer noch. Da gehe ich nie wieder hin in die Höhle. Digga, tschüss. Das Skelett, das ist Stress, ja. Oh, zwei Hits ist es weg. Dauert das lange. Also ich habe erstmal gediegen, so circa 10 Eisenerz jetzt. Ach hier, jetzt hab ich Marble gefunden. Und Kohle habe ich auch jetzt ungefähr, also 10 bis 20. Wird's dunkel draußen? Naja, das alles Sonne geht langsam unter, aber es ist noch nicht dunkel. Geht noch, ist noch okay. Vor allem mit dem Eisenschwert, ey, da hast du schon mal einen richtigen Vorteil gegenüber den Monstern. Also Eisen da. oder Stein? Ach, Stein meine ich. Stein ist ja schon heftig, weißt du, dann erst Achso. mit Eisen. Quatsch mich Leute voll, dass er eine Tür bauen kann und kann er nicht mal Eisen von Steinen unterscheiden. Naja. Das sind sie, weißt du. Ich würde mal sagen, ein Stack Steine reicht erstmal, oder? Wenn wir es mal gleich anfangen hier. Oh, das war eins zu viel. Okay. Es wird dunkel. Machen wir mal raus hier, mal fix mal ins Nest legen. Müssen dann auf jeden Fall gucken, dass wir die Kohle dann zu Fackeln auch mitverarbeiten gleich. Wir hier die Bude ein bisschen ausleuchten, nicht, dass wir draußen sind, wir kommen rein und irgend so ein Vieh spawnt hier drin. Das wäre natürlich ganz kacke. Ja. So, ich lieg schon mal an der Kiste. Warte, ich komme. Das ist langweilig. Jetzt sterbe ich noch. Das wäre kacke. Das Wasser hier vor uns natürlich müssen wir auch wegmachen, ne? Oh, Tür zu. Es zieht. Okay, also ich habe jetzt. Was kann ich eigentlich jetzt gucken? Warte. 18 Eisenerz und 31 Kohle. Ich schau mal den ganzen Stein mal in die Truhe und ich würde. Kohle, wie viel Kohle hast du jetzt? Ach, 16, okay, alles Ne, klar. ich habe noch 15 jetzt hier, mache ich auch Fackeln raus. Die glaube ich mal draußen vor die Tür. Ja. Ich würde mal sagen, ich nehme mal das Eisenerz nochmal raus. Ich würde erstmal sagen, wir tun erstmal das ganze Essen jetzt brennen, was wir hier haben. Oder so, ne, ja. Weil das ist vielleicht doch besser. Wir haben jetzt nämlich nochmal, was haben wir hier? Rohes Schweinefleisch haben wir noch. Das können wir auch erstmal brennen. Damit wir uns erstmal was zu essen machen jetzt hier. Und ich würde jetzt sagen, ich pack mir jetzt mal die Schaufel ein. Und tu mal hier unten mal einen Graben ausheben ein bisschen.
Oder weißt du was? Wir machen das so, wir tun jetzt keinen Graben ausheben. Wir tun jetzt direkt hier unten am Wasser ein bisschen Terraforming betreiben. Und tun jetzt hier unten ein Beet direkt gleich ins Wasser bauen. So brauchen wir wenigstens nie hier erst Wasser einmal herstellen. Okay. Soll ich Aber gleich. Ja. weißt du was, ein Wassereimer wäre nicht schlecht, wenn du ihn herstellen könntest, weil damit wird man hier mal ein bisschen den Lavendel-Scheiß wegkriegen. Da Ich geht mache also, es. ich muss ja tierisch auf die Ketten hier, ey. Ja, was willst du mit dem Eimer machen? Wenn du das wegschwemmst, gilt das schneller. Vor allem, wir kriegen aus den Grassamen, kriegen wir eventuell Weizen, Reis raus. Und das wäre schon gut, Okay. weil Reis wirklich extrem gut ist in Sachen Ernährung. Okay. Also ich habe Reis schon drin, aber 5 Stück. Reis hast du? Das ist Ja, gut. fünf Stück. Das ist sehr schön. Ich baue jetzt hier gerade schon mal E-Beet. Wir brauchen es ja nicht allzu groß machen. Nee, du kannst zwei Blöcke dazwischen freilassen. Also wir können mit drei Blöcken können wir. Also du kannst drei oder beziehungsweise vier kannst du mit einem Block dazwischen Wasser bepflanzen. Also du könntest jetzt Okay. theoretisch Pack einfach hier drüben nochmal hin. hier drüben am Sand anfangen. Jetzt muss man den ganzen Mist anbauen, den wir wirklich haben. Erstmal wirklich die nächsten Dinger dann gewappnet zu sein. Ah, hier kommt okay. Ach, das ist hier wieder zu hoch gesetzt. Kommt das mal Zombie angelatscht. Aha, boom, motherfucker, boom. Komm her, du. Also, der greift dich an, noch. Ich hänge hier unten drunter. Komm hier nicht raus. So, hast du schon? Alles klar. Klar. Sehr schön. Dann können wir jetzt mal. Ich tu mal hier rechts, tun wir gleich mal den Mais anbauen. Musst du in die Truhe gucken, also in der Truhe habe ich alles drin. Da Ja. dürfte richtig viel vorhanden sein. Das ganze Zeug erstmal anbauen. Hast du hier ein paar Fackeln gemacht? Nee, soll ich mal ein paar hinsetzen einfach? Ja, tu mal hier rein bei uns mal ein paar Fackeln hinsetzen. Das wäre schon gut. So, was haben wir hier? Strawberry Seed haben wir. Tomato Seed, normale Samen, Tomato Seed. Also das Schweinefleisch ist jetzt fertig. Das tun wir hier oben mit reinpacken. Dann packen wir Eisenerz gleich rein. Ich wollte gerade sagen, dann tun wir gleich mal das Eisenerz mitmachen. Ich nehme jetzt die ganzen Samen mit. Klatschen wir mal unten damit auf das Beet. Hier haben wir noch Tomatensamen. Und hier haben wir jetzt normale Samen. Gut, okay, alles klar. Weil Reis ist echt Bombe. Langsam wird's hier. Ja, und bei uns, wie gesagt, in der Bude kannst du immer ein bisschen Licht machen. Oh, klar. Ich würde mal sagen, das rechte Feld belassen wir so mit Reis, das tun wir dann vermehren. Und dann hier in der Mitte machen wir hier die Erdbeeren und so. Das geht schon. Hier habe ich gerade ins verkehrt gesetzt. So, was haben wir jetzt hier noch? Baumwollsamen brauchen wir nicht. Tomaten. Tomatensamen klatschen wir hier auch leider neben. Und die normalen Samen. Normale Samen müsste ja Weizen sein. So. Zack. 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 So, da kann das wachsen. Und ja. Was haben wir hier noch? Oh, ich hab noch eine Möhre. Warum haben wir denn die hier? Möhren sind natürlich auch richtig geil. Ich baue gerade noch ein bisschen Eisen ab. Wir sind schon wieder bei 14 Minuten. Wir müssen dann langsam gleich wieder einen Cut machen hier. Ach nö. Naja, in der Viertelstunde schaffst du halt nicht viel, aber ich will halt, wie gesagt, die Videos nicht zu lang machen, weil das wird dann langweilig. Ey, wir haben so viel Lavendel. Oh, wir müssen echt mal dann einen Eimer machen in der nächsten Folge, dann Ja. spätestens.
wirklich mal den kompletten Lavendelscheiß vom Haus wegzumachen. Matten hier. Wir können noch was brennen an Essen dann. War das wieder die Tür? Ja. Hut freigeschaltet. Himbeeren haben wir auch. Also ich muss sagen, wir haben erstmal, was das Essen angibt, eigentlich erstmal sind wir eigentlich ganz gut versorgt. Was haben wir hier noch? Im Muskel haben wir noch. Ich habe die ganzen Organe schon mal gesammelt. Kaffeebohnen kann man ja auch fordern. Wir müssen erstmal hier unten noch schnell mal fix das Ding noch machen hier. Diese Lavendel-Scheiße. Lavendel, Alter, das ist ja viel zu viel Zeug, brauchen wir gar nicht. Nur Gacke hier dabei. Mal ein bisschen sortieren hier den ganzen Mist. Was machen wir da drüber? Was haben wir hier noch? Stalagmit. Alter, wie viel Zeug es gibt, ey, das ist echt krass. Achso, halt. Baumwollsamen brauche ich auch nicht. Hier haben wir noch ein Gehirn. Was haben wir jetzt? Ein Herzhammer, Muskelhammer, eine Lungehammer und ein Gehirnhammer. Wenn wir weiter so machen, kriegen wir den Zombie wieder zusammen. Ich habe noch ein Großhühnchen. Ja, das können wir dann mit in den Ofen packen. Großes Schweinefleisch. Ein Ei. So, ich würde mal sagen, wir machen jetzt den Cut, hä? Sonst wird das hier zu lang. Jo. So Leute, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wir machen das ganz, ganz kurz. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.